Der Pulverturm, einer der Ecktürme der Stadtbefestigung unserer Stadt, der wurde 1492 erbaut von zwei damals sehr reichen Bürgerfamilien unserer Stadt. Er diente zur Aufbewahrung aller damals notwendigen Waffengerätschaften, die für die eventuelle Verteidigung einer solchen Stadt notwendig waren. So, wir sind also im obersten Geschoss dieses Pulverturmes. Genießen Sie diesen herrlichen Blick über unsere schöne Stadt. Dieser Turm selber wurde über die Jahrhunderte hinweg unterschiedlich genutzt. Wir haben hier Waffenarsenale zunächst. Wir hatten dann hier im Turm, er war lange Zeit auch Gefängnisturm, dann wurden im Kellergeschoss eine Waschküche für die ganze Stadt eingerichtet. Später wurde es zum Schlachthaus. Im 19. Jahrhundert war hier dann in diesen Räumen das städtische Archiv untergebracht und nach dem letzten Weltkrieg, als viele Heimatvertriebene hier ankamen, wurde dieser Turm auch für Wohnzwecke genutzt. Was mich aber ganz besonders fasziniert jedes Mal, ist dieser kolossale Dachstuhl bis ganz oben hin. Insgesamt wurden 300 Baumstämme aus dem Schwarzwald notwendig, um diese tolle Holzkonstruktion herzustellen.